Oh shit, da kommen sie. Da kommt noch einer von hinten auf dich zu. Verdammt. Jetzt liegt's an dir, Delta 2. Erhöhen wir unsere Chancen. Sieh dich nach einer Position um, von der aus du den Feind flankieren kannst. Gut so. Von dieser Position hast du ein freies Schussfeld. Feuer! Okay, freies Schussfeld, das ist natürlich geil. Oh ja, 75%. Trefferchance kritisch und... Da kommt! BAM! Weg ist die Sau. Und das haben wir auch gut gemacht. Wir haben uns zersplittert in Fragmente, was auch immer. Okay. Wir gucken weiter. Ich glaube, das war's. Es ist vorbei. Roger, Delta. Berg die Leichen und kehr zum Sky Ranger zurück für sofortigen Abzug. What the fuck? Ach du Scheiße. Und so beginnt es also. Okay. Creepy. Okay, wir fliegen in einem Heli. Nee, die fliegt immer noch. Ja. Hallo? Lol. Fliegen immer noch in einem Heli. Oder in einem Jet. Ah. Stützpunkt festlegen. Okay, Kontinentbonus, Luft und Raum. Was? Europa? Achso, wir können jetzt unseren Stützpunkt festlegen. Achso, hier haben wir alle Flugzeuge und ihre Bewaffnung kosten 50% weniger bei Kauf, Herstellung und Unterhaltung. Flugzeuge und ihre Bewaffnung. Also auch alle Poren wegstellen. Und Unterhaltung. Alle Flugzeuge und ihre Bewaffnung kosten 50% weniger bei Kauf, Herstellung und Unterhaltung. Ja, das ist dann wirklich schon besser, oder? Wenn man dann Flugzeuge, Bewaffnung, alles ist viel billiger. Ich weiß nicht, wollen wir mal? Ja, machen wir mal Nordamerika, mal gucken was... Wir kommen nach Hause. Okay, Nordamerika. Wow. Lag. Ah, jetzt geht's. Didit. Aliens. Aliens everywhere. Okay. Woraus bestehen Sie? Woraus auch immer, Sie haben beinahe einen ganzen Trupp unserer besten Soldaten erledigt. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, der Commander wartet in der Einsatzleitung. Ihre Technologie ist der unseren weit voraus. Dann würde ich sagen, wir haben noch viel zu tun, Doktor. Hm. Wow. What the fuck? Willkommen im XCOM Hauptquartier, Commander. Ich bin Central Officer Bradford. Ich übernehme zwei Aufgaben in diesem Projekt. Die taktische Unterstützung unserer Einsätze und Ihre Unterrichtung über die aktuelle Situation. Auf diese Weise können Sie sich um die wichtigeren Aufgaben kümmern. Das ist schön verpixelte Krawatte. In der Kaserne wartet ein Soldat auf seine Beförderung. Gehen Sie nur. Was? What? Holy shit! Zu den Kasernen. Ach du Schande. Was? 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 What the hell? Was ist das hier? Monatlich plus 220 Paragraphen. Was? Okay, ich kann ja wahrscheinlich viel bauen. Kaserne. Commander, der Soldat erwartet Sie in der Waffenkammer. Sie befindet sich in der Kaserne. Ach, in der Kaserne, ja, da werden die Soldaten ausgebildet. Das kann ich mir gut vorstellen. Anmustern. Frische Rekruten. Anmustern. Anmustern. Was zum Geier? Anmustern. Ja, dann zeig doch mal Soldaten an. Soldat Raul Garcia. Nur ein Soldat des Delta-Trupps ist lebend vom letzten Einsatz zurückgekehrt, Commander. Das stimmt. Und ich denke, er hat eine Beförderung verdient. Wie Sie wissen, Commander, ist jeder Soldat anders. Aha. Dieser Soldat hat eine besondere Begabung für schweres Geschütz. Da er weiterhin am Kampfgeschehen teilnehmen wird, sollten wir den Schwerpunkt seiner Ausbildung auf dieses Gebiet legen. Raketenstart. Bei Ausbildung. Dieser Soldat wird nun zusätzlich zu seiner Standardwaffe einen Raketenwerfer tragen. Die Aliens werden ziemlich überrascht sein. Oh, Dr. Valen erwartet Sie im Forschungslabor, Commander. Es scheint wichtig zu sein. Commander in die Forschungslabore. Commander in die Forschungslabore. Okay. Servus. Guten Tag, Commander. Mein Name ist Dr. Valen. Ich leite das Forschungslabor.
Hier werden alle Forschung und Entwicklung der XCOM durchgeführt. Wir haben mit der Auswertung der Artefakte aus unserer ersten Begegnung mit den Aliens begonnen. Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse nehmen wir an, dass wir damit neue Ausrüstung für unsere Soldaten entwickeln können. Mit Ihrem Einverständnis beginnen wir sofort mit den Untersuchungen. Aha. Okay. What the fuck? Wähle Waffenkanne aus oder Alienmaterial, um mit der Forschung zu beginnen. Okay, diese Waffen sind alles, was von den mächtigen Alienwaffen übrig geblieben ist. Wir wollten eine weitere Forschung können uns Fortschritten bei unserer eigenen Waffenentwicklung zu helfen. Nummer 8 Tage. Bei Kosten wird mal 500. Wenn man etwas zu benutzen, das leichter und stärker ist, was bisher eine echte. Was? Okay, Panzerung oder Waffe? Ja, mach mal doch einfach mal bessere Waffen, oder? Danke, Commander. Die Forschungen werden einige Zeit dauern. Wir benachrichtigen Sie, sobald wir fertig sind. Es scheint, Sie werden anderswo gebraucht. Auf Wiedersehen, Commander. Falls Sie während Ihrer Einsätze weitere Artefakte finden sollten, würde ich mich sehr freuen, Sie untersuchen zu dürfen. Das aber nicht. Zur Einsatzleitung. Commander, zur Einsatzleitung. Einsatzleitung. Der Feind stellt uns auf eine harte Probe, Commander. Zwei verschiedene Länder wurden gleichzeitig angegriffen. Wir können uns nur um eine Sache kümmern. Das Land, dem wir helfen, wird unser Projekt unterstützen. Aber in dem Land, dem wir nicht helfen, wird die Panik weiter ansteigen. Das ist keine leichte Entscheidung, Commander. Aber Sie müssen sie treffen. Entführungen gemeldet. Entführungen. Okay, Schauplätze anzeigen. USA, Seattle und Shenyang. Panik 1. Panik 1. Und in China. Seattle. Seattle ist hier. Ja, Wissenschaftler 4 und $200. 4 Wissenschaftler gewinnen wir hier. Ja, Wissenschaftler sind doch schön. Ja, besuchen wir doch einfach mal Seattle, ne? Verstanden. Die Truppen erwarten Sie im Hangar. Commander, bevor wir unseren Trupp entsenden, können Sie wählen, welche Soldaten dabei sein sollen. Ich habe unseren Veteranen einberufen. Mit seiner Kampferfahrung ist er auf dem Schlachtfeld von unschätzbar. Ach du Scheiße. Du musst mit Hilfe der Offiziere dafür erhöht werden. Alter, ich kann hier alles aus. Gepäck. Panzerrüstung. Okay, natürlich hat er wahrscheinlich noch nichts. Davon gebe ich ja auch mal aus. Bewaffnung. Ja, ja, haben wir ja gerade. Individualisieren. Ja, komm, es ist jetzt scheißegal. Alles will ich jetzt nicht alles machen, Ali, mal. Jeder von denen hat eine andere Waffe. Obwohl, ne, die haben alle Sturmgewehre, außer der jetzt der vorne, ne? Das ist der hier. Bewaffnung, kann ich irgendwie... Ne, Bewaffnung. Kann ich irgendwie eine andere Waffe haben? Nur für Sturm, nur für schwer. Okay, die sind alle Steuerscharfschützen, also Dingens. Okay, ich denke mal, wir starten einfach den Einsatz. Gucken uns mal an, was daraus wird. Nicht vergessen. Leichte Lecksflächen inzwischen zu fersen. Oh, wir fliegen dahin. Es ist 1:35 Uhr. Sichtkontakt. Der Skyranger ist am Einsatzort. Okay, wir beginnen mal einfach den Angriff und gucken mal, was da so abgeht. Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Okay. Ja, aber bevor wir das machen, würde ich erstmal sagen, das machen wir erst beim nächsten Mal. Oder vielleicht machen wir das auch gleich, je nachdem, wie ich gerade aufgenommen habe. Wie viel, ich weiß es nämlich gerade nicht. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Deswegen würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder bei XCOM Enemy Unknown. Bis dahin, Leute. Haut rein. Ciao. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von XCOM. Ja, also kurz nach dem Cut hier. Ich muss gerade sagen, also ihr werdet es euch wahrscheinlich wundern, jetzt steht nämlich da eine andere Operation und so, weil ich habe
vergessen zu speichern und der beginnt auf einmal irgendwie in einer anderen Stadt. Also man konnte ja am Anfang den Schauplatz wählen, welchen man zuerst angreifen möchte, und jetzt ist San Francisco irgendwie da. Und egal, wir müssen Schauplatz erkunden, Gegner identifizieren und sie auch eliminieren. Ich weiß nicht, ich werde mir das jetzt einfach mal angucken, was da jetzt passieren wird, ne? Einsatz starten. Da kommen wir auch schon. Und werden auch ebenso landen. Sollte jetzt übrigens auch ein bisschen flüssiger laufen. Naja, geht so. Ich hab's mir ein bisschen besser erwartet. Okay, da sind wir auch. Und los geht's. Halt, Soldat. Ehe du vorrückst, wollen wir sehen, was in dem Gebäude ist. Dein Kamerad ist näher dran. Soll er sich das ansehen? Linke Shift-Taste. Naja. Genau, wir sind immer noch im Tutorial, weil das geht anscheinend so lange. Gut, jetzt mach die Tür auf. Leise, damit du dem Feind nicht deine Position verrätst. Ach, mit V kann man das auch öffnen. Jetzt geh drinnen in Deckung. Ah, okay. Mit V. Jetzt will ich einen Mann auf dem Dach des Gebäudes haben. Schau mal, ob du darauf kommst, Soldat. Auf dem Dach? Ah ja, hier hin. Na? Lol. Geht das nicht? Ja? Kann ich das... Ah. Ah, so geht das. Ah, er kann da hochklettern, ist auch neu. Da sind sie. Der Rest von euch rückt Richtung Feind vor und geht in Deckung. Na, super. Nicht feuern, bis ich den Befehl gebe. Wie machen wir das? Persons. Okay. Deckung. Wir gehen überall mal in Deckung. So. Alien-Aktivität. %52 Trefferchance oder... Dann feuern wir mal. Das Viech ist auf jeden Fall tot. Sehr gut. Soldaten, die von oben runterschießen, treffen leichter. Macht Sinn. So, jetzt drehen wir mal die Kamera und gucken mal, wo der steht. Der steht ziemlich weit in Deckung. Shift. Wenn ich Shift wähle, kann ich einen anderen Soldaten nehmen. Dann soll der ja erstmal... Moment, wie weit kann ich spuren? Moment, kann ich den noch vielleicht bewegen? Genau, V. Hallo, V. Gut. Okay. Spuren! Okay. Okay, wie mache ich das? Kann er bis dahin spurten? Er kann bis da hinten spurten. Das machen wir doch mal. Diese Lags. Das geht. So. Alien-Aktivität. Er bewegt sich weg. Trifft er ihn? Würde er ihn treffen? Warte, was ist das? Raketenstart.